nicht ohne einen Sondergast, einen Ehrengast heute. Ich bin sehr glücklich und freue mich darüber, dass mein Vorvorgänger Klaus Zehlein, der von 1991 bis 2006 an der Oper Stuttgart Intendant war, heute hier ist. Und lieber Klaus, ich lade dich hierher auf die Bühne. Willkommen wieder bei uns in Stuttgart. Ja, ich freue mich sehr, in Stuttgart sein zu dürfen, wenn auch der Anlass ein Abschied ist, nicht? Aber ich denke, was wir jetzt hier gesehen haben, ist ein Abschied, wie sagt man so schön, der sich sehen lassen kann. Ja? Also ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, es bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel, weil Klaus Zehlein hat mich vor, das sind jetzt 25 Jahre her, er kam damals nach Basel, da war ich engagiert als Hausregisseur im Schauspiel, und hat Anna Fibrock und mich, wir haben im selben Haus gewohnt, besucht. Anna Fibrock hattest du gekannt aus der Frankfurter Zeit, noch als Assistentin, Bühnenbildassistentin und dann auch schon als Bühnenbildnerin. Und hat gesagt, ich habe einiges von euch gesehen im Schauspiel und wollt ihr nicht mal in Stuttgart eine Oper inszenieren? Und das war dann La Clemenza di Tito, das war der Vorschlag. Und so rundet sich für mich heute ein großer Bogen, dass du hier bist, für mich nach 25 Jahren. Ja. Ich kann nur sagen, ich bin dir sehr, sehr dankbar für diese Verführung, die dir damals gelungen ist, weil du hast mich in eine Kunstform eingeführt, die neu war für mich, nicht als Zuschauer, aber als Regisseur. Ich habe damals gesagt, ich habe das nicht gelernt, ich kann nur Schauspiel inszenieren. Und dann meintest du, da gibt es einen jungen Dramaturgen, können Sie damals noch, den können Sie alles fragen, er weiß alles. Und das war Sergio Morabito. Und das war die Wahrheit und ist bis heute die Wahrheit. Also, ich hatte ja viel von dir und von euch, also von dir und Anna Fibrock gesehen, auch schon in Heidelberg, natürlich in Stuttgart, Wolfsegg und so weiter. Aber ich weiß, das war bei Günd, nach der Premiere bei Günd in Basel, bin ich zu dir gekommen in der festen Überzeugung, dass hier niemand was ausprobieren muss, sondern dass er das kann. Das habe ich dir auch gesagt. Ich habe ja mit vielen Schauspielregisseuren zusammengearbeitet, wie du weißt. Ja, unter anderem die ersten Arbeiten hat ja Martin Kuschek ja auch in diesem Haus gemacht. Hans Neuenfels in Frankfurt. Also ich könnte viele nennen. Andrea Breth, Christoph Nell. Aber das ist aber etwas, was ich für überlebensnotwendig für die Oper halte. Neue Impulse einfach zu finden oder zu spüren und auch diese neuen Impulse zu verfolgen und dann zu sagen, das ist richtig, mach das doch. Ich habe aber dich nicht überredet. Also, weil überreden ist... Das habe ich auch nicht gesagt, ich habe gesagt verführen. Verführen, gut, das ist gut. Ja. Ich habe mich damals gefreut, dass du das gesagt hast, ja, ich kann mir das vorstellen. Erst hast du gemeint, ich sollte das machen, die Dramaturgie, erinnerst du dich? Da habe ich gesagt, ich habe jemanden Besseren und das war Sergio. So. Ja, und du hast da eine wirklich sehr glückliche Arbeitsverbindung gestiftet, die ihresgleichen sucht. Die Art und Weise, wie Sergio und ich zusammen über all die Jahre, während deiner Intendanz, während der Intendanz von Albrecht Buhlmann, und während unserer eigenen Zeit hier zusammengearbeitet haben und immer weiter neue Formen gefunden haben und uns immer mehr noch geöffnet haben, das ist sehr besonders. Und ich glaube, es hat auch sehr viel damit zu tun, wie du uns damals auch aus dem Hintergrund dramaturgisch begleitet hast. Ich kann mich erinnern,
nach jeder Klavierhauptprobe, wo zum ersten Mal alles zusammenkommt, außer dem Orchester, aber alle, das ist zum ersten Mal mit Beleuchtung, mit Originalkostüm, Originaldekoration. Klavierhauptproben dauern immer sehr lange, meistens. Und dann hat man sich hinterher bei dir im Büro zusammengesetzt und hat jeden einzelnen Punkt bis spät in die Nacht durchdiskutiert. Am nächsten Morgen war dann schon die erste Bühnenorchesterprobe, wo man als Regisseur denkt, wie schaffe ich das jetzt? All die Punkte, die du gesagt hast, war immer konstruktive Kritik, wo ein Regisseur, immer wenn ich gefragt habe, ja, aber wie soll ich das denn noch bis morgen hinkriegen? Dann hast du gesagt, das weiß ich auch nicht. Schlaf mal drüber. Viel zu schlafen war da nicht mehr. Aber es war ein extrem konstruktiver Dialog, ein konstruktiver Input. Und ich habe mir das auch sehr zu eigen gemacht. Ich habe da viel, viel gelernt davon. Dafür will ich dir auch hier vor allem, wo wir heute diese Intendanz auch verabschieden, will ich dir dafür sehr, sehr herzlich danken, weil ich habe mich bemüht, auch das, diese Art des Weitergebens, des der konstruktiven Kritik, auch mit Regiekolleginnen und Kollegen das so zu pflegen. Das ist sehr lieb von dir, dass du das sagst, aber ich glaube, ihr habt selbst aus dem, was ihr seid und wie ihr arbeiten könnt, alle hier zusammen an dem Haus da drüben, habt ihr das geleistet und weniger als Vermächtnis von meiner Seite. Ich will noch eine schöne Geschichte erzählen. So, ich dachte, ich müsste zu Jossi so etwas altväterliche Ratschläge geben, bevor er die Intendanz zusagte. Ich habe ihm gesagt, weißt du, ich würde 2 Jahre lang kein Schauspiel machen. Ich kenne ihn nämlich natürlich als Schauspielregisseur. Und das hat er, da macht er mal keine Sorgen. Und das möchte ich dir schon sagen. Du hast überhaupt kein Schauspiel gemacht in der Zeit. Du hast dich ausschließlich um das Haus gekümmert. Und es gibt wenige Intendanten, das will ich dir sagen. Es gibt wenige, die mit dir arbeiten und das auch tun. Nämlich das Haus in höchster Verantwortlichkeit für sich empfinden und dafür zu arbeiten. Dazu möchte ich dir und allen, die in diesem Hause drüben arbeiten, gratulieren. Ja, vielen, vielen Dank. Das ist eigentlich schon das Schlusswort. Da muss ich fast nichts mehr sagen danach. Ich danke dir sehr, dass du heute hier bist. Es bedeutet mir wirklich sehr viel, es berührt mich. Und wir werden nachher noch in Fidelio gehen und hinterher feiern. Das ist wirklich besonders, dass du mit uns, wo du am Anfang auch da warst, bei unserer ersten Premiere, dass du... Ich war auch zwischendurch auch nein, du warst zwischendurch, also. Nein, von Anfang bis zum Ende natürlich. Ja, wir verabschieden uns jetzt alle zusammen, vielleicht alle, die noch da sind, können nochmal auf die Bühne kommen, wenn sie denn noch da sind. Wir haben schon ein bisschen Überhang. Wir würden gerne noch eine Einspielung zeigen von Fairy Queen, einer Co-Produktion, die wir mit dem Schauspiel zusammen gemacht haben. Eine sehr kostbare Produktion für uns, die Calixto Vieto inszeniert hat und wirklich beide Sparten so schön verbunden hat. Da würden wir gerne schließen mit der Arie Gentle Spirits of the Air von, wie heißt die Figur, Spring hat man sie genannt. Und da geht dann noch ins Duett von Mopsa und Corden. Das ist sehr witzig, sehr melancholisch, aber auch sehr witzig. Dann genießen Sie diesen melancholisch heiteren Ausklang dieses Nachmittags. Danach gibt es dann nochmal eine Fanfare von oben, vom dritten Rang, von der Terrasse, damit die Menschen auch wissen, es geht in die letzte Vorstellung heute zu Fidelio. Ihnen allen für diesen schönen Nachmittag, für Ihr Interesse, für Ihre Treue während all der Jahre.
wenn ich Sie so sehe, ich sehe von hier einige bekannte Gesichter oder nicht wenig bekannte Gesichter. Ganz herzlichen Dank. Bleiben Sie der Oper gewogen, auch in der Zeit nach unserer Intendanz, nach unseren Arbeiten hier. Und alles, alles Gute, einen schönen Sommer, schöne Ferien Ihnen allen. Und vielleicht sieht man sich ja noch im Fidelio. Vielen, vielen Dank Ihnen allen.